Willkommen zurück zu Ark Anunnaki Genesis. Ich habe mal ein kleines bisschen vorbereitet. Vorbereitet im Sinne von, ich habe halt ein bisschen Metall gesammelt und dabei hat es dann auch, dabei blieb es dann auch. Wir werden heute versuchen, eine Schusswaffe herzustellen. Eine, die betäuben kann, aber keine, die auf zu krassen Werten basiert. Sprich, die Super Trank. Die Super Trank Rifle lassen wir weg. Weil ist zu viel. Ist ein bisschen zu hart. Bist du beschädigt? Bist du dunkel? Naja, egal. Metall sollte mittlerweile eigentlich ausreichend verfügbar sein. Ein bisschen Holz muss ich vielleicht noch sammeln. Das ist nämlich gerade alles am Verbrennen. Selbstverständlich gibt es auch ein paar Kohledinger, die wir schon haben, die wir nicht brauchen. Aber ich glaube, ich muss vielleicht trotzdem noch ein paar Sachen herstellen. Ich habe nämlich zum Beispiel noch keinerlei Sparkpowder oder Schießpulver. Ich habe ein paar Patronen aber gefunden, die jetzt natürlich nicht hier sind. Und das habe ich gefunden, meine neue Waffe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir brauchen Stuff. Das. Ah, und das eigentlich auch. Das hier. So, das kommt alles da rein. Gut, haben wir eigentlich schon Mörtel Pestel? Habe ich da was gebaut? War da was? Nein, wo habe ich denn meins her? Ach ja, genau, die Pfeile, die brauchten ja andere Sachen. Gut, ich würde sagen, wir bauen einfach mal, was wir brauchen. Darts. Tranquilizer. Anunnaki Poison Darts. Das sind die guten, das sind die richtig guten, ne? Genau, das waren die guten. Die brauchen ein bisschen mehr. Die brauchen Mushrooms und Cementing Paste. Ja, Cementing Paste könnte ich herstellen. Mushrooms muss ich suchen und Rare Floors. Auch dafür müsste ich halt in den Sumpf gehen. Wozu wir gerade nicht in der Lage sind. Und Kristalle, ja, die muss ich halt irgendwie besorgen. Dann würde ich halt sagen, wir bauen uns erstmal die hier. Oder sollen wir es halt für ein erstes Tier halt das hier bauen? Es ist halt deutlich einfacher, wenn wir hiermit anfangen. Aber damit ist halt deutlich mal so ein bisschen spannender, ne? Machen wir einfach das. Was wir halt machen können. Hallo? Er baut es nicht. Das geht, ohne Probleme. Wenn ich so mache, geht auch nicht. Der will das hier bauen. Na gut, dann machen wir halt erstmal den Standardkram. Stone Arrow ist schon da. Dann brauchen wir halt die Rifle. Die Longneck. Es geht nicht. Was ist denn hier schon wieder nicht in Ordnung? Och man, ey. Ja, das ist doof, weil normalerweise geht das eigentlich. Na gut, dann machen wir eben so. Na, machen wir nicht Gunpowder, machen wir Powder. Dann sehen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Sparkpowder, das geht. Gunpowder, das geht auch. Dann brauchen wir für den Arrow. Stone Arrow ist bereits erlernt. Rifle. Longneck, die braucht die Flare Gun. Und du brauchst Gunpowder, ist bereits erlernt. Sehr gut. Geht das? Ja, jetzt geht's auf einmal. Ich verstehe nicht, was hier kaputt ist, ganz im Ernst. So, jetzt aber. Darts. Tranquilizer Darts. Jetzt geht's. Ohne Probleme. Was ist eigentlich kaputt bei euch? Spiel. Ich versteh's nicht. Gut, dann wäre das schon mal erlernt. Dann braucht man immer noch einen Mörtel Pestel. Ich würde aber ganz gerne nicht den hier benutzen, sondern eigentlich lieber den Bulk, weil der schneller geht. Dafür brauchen wir Bulk Tools und Bulk Grinder. Das ist perfekt. Und was noch? Das war eigentlich erstmal alles. Gut, dann lass uns mal die Sachen herstellen. Der braucht Cementing Paste. Das heißt, haben wir Cementing Paste? Ich habe eben ein bisschen was gefunden, meine ich. Vielleicht reicht das hier aus. 14 Stück, reicht das aus? Ja, reicht aus. Oh, rohes Metall, 10 Stück. Moment. Bitte nicht alles zerschmelzen. Danke. Gut, was noch? Wir brauchen noch ein bisschen Stein. Okay, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal. Wenn ihr neu seid, vielen, vielen Dank dafür, denn das hilft mir sehr. Und vergesst nicht, ich bin in letzter Zeit regelmäßig gegen 17, 18 Uhr am Streamen auf YouTube, nicht auf Twitch. Ich sage es einfach jetzt nochmal gegen 17, 18 Uhr, weil ich mich da auf keine feste Zeit einlassen möchte, sondern wenn ich halt Bock drauf habe, fange ich an zu streamen. Wenn ich keinen Bock habe, dann streame ich halt nicht. So einfach ist das. Weil ich möchte, keine Ahnung, irgendwie, da brauchen wir ein bisschen was für. Verdammt. Okay, ich brauche doch einen normalen Mörtelpestel. Nehmen wir S+. Wir brauchen ja eh nur einen. Und ein bisschen Hype brauchen wir noch. Ja, ich möchte nicht, dass es dann irgendwie heißt, so, du hast aber gesagt, du willst streamen, jetzt streamst du doch nicht. Ich werde nur sagen, es könnte durchaus möglich sein, dass ich dann streame um die Uhrzeit, wenn ich Zeit und Lust habe. Heute zum Beispiel, ich bin schon mal überlegen, ob ich es sein lassen soll, aus dem einfachen Grund. Irgendwie war mir heute den ganzen Tag einfach total schwindelig. Ich stehe auf, setze mich am PC, trinke Kaffee, mir ist schwindelig.
Ich gehe Sachen erledigen, mir schwindelig. Die ganze Zeit. Deswegen bin ich heute auch schon nicht zur Fahrschule gegangen, weil mir einfach schwindelig war die ganze Zeit. Das ist gerade so zum Kotzen einfach. Okay, ich brauche die Steine und wir haben doch Chitin gefunden, oder? Ja, ganz viel sogar. Da ist noch so viel Zeug drin. Das brauchen wir auch, alles. Und das Kammelfleisch. Habe ich das abgelegt, das was ich noch hatte? Da, sehr gut. Ist da noch ein bisschen was drin? Nein, dann können wir direkt schon mal anfangen, ein paar Drogen herzustellen. Das war völlig falsch. So wollte ich das haben. So, Drugs. Habe ich das nicht hingestellt? Cementing Paste? Cementing Paste, aber im Bulk. So, wie viele brauchen wir? Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel, ne? Crafting. Hierfür brauchen wir 25 nur. Ich kriege auch gar nicht so viel raus, weil Steine fehlen. Na gut, warum nicht? Dann mache ich das da rein und das hier. So. Ich stelle schon mal ein paar her. Dann, du bist hier einfach mal am Machen. Ich möchte ganz kurz meine Level-Ups verteilen. Fortitude ist bereits auf 100. Melee-Damage brauche ich eigentlich nicht. Ich werde eh bald nur rumballern. Von daher ist es auch egal. Vielleicht ein bisschen Lebensenergie. Lebensenergie ist eigentlich immer ganz wichtig. Gut. Dann brauchen wir... Was brauchen wir eigentlich? Metall haben wir schon. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen Holz kurz sammeln. Einfach weil ich damit... ich habe da ein bisschen Not am Mann. Und ich schätze mal, dass ich dann da mein Gewehr auch upgraden möchte. Ich möchte nämlich auch durchaus die Simple Rifle upgraden und damit auf Jagd gehen. Einfach weil es angenehmer ist. So, fällt. Sehr gut. Und ich habe noch genug Movement Speed. Außerdem, Namen vergeben, Namen vergeben, Namen vergeben. Ich brauche einen Schluck Wasser. Ich habe eine bessere Idee. Ich esse einfach meine ganzen blöden Beeren auf und dann geht das schon hier aufwärts. Ein Männchen. Level 688. Ich möchte ganz gerne den Großen direkt den Namen geben. 132. Dann nehmen wir den hier, der kriegt den Namen. Und zwar kriegt er den Namen, Change Name, Olaf. Weil das war der erste Vorschlag. Ihr habt immer noch ein Männchen und ich glaube vier Weibchen, wo ihr Namen vergeben könnt. Und selbstverständlich der Biber. Warum hat der rot? Blauer Name, bunte Symbole. Lila Name, blaue Symbole. Ich verstehe es nicht. Und du? Auch lila Name und die Dillos? Nein, ich habe keine Ahnung, was das ist. Tut mir leid. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr wisst, was das bedeutet. Mich irritiert das gerade nur ein bisschen. So, Weapons. Firearms. Long Neck Rifle. Wir haben sogar noch ein bisschen Munition. Das ist sogar sehr praktisch. Nehme ich direkt mal mit. Oder? Ne, die Darts, die stelle ich da drinnen her, ne? Die nehme ich mit, die nehme ich mit, die nehme ich mit. Was braucht das denn alles? Noch ein bisschen Hide. Hide haben wir da. Ich bin einfach gnadenlos überladen. Ich weiß nicht warum. Übrigens, die Pickup-Mod hat sich jetzt verändert. Die sieht jetzt aus wie so ein Arc-Würfel. Ein bisschen seltsam, finde ich. Das irritiert mich nur ein bisschen. Okay. Upgrade. Was? Mehr Metall. 170 mehr Metall. Junge, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Vielleicht ist doch lieber mal die Supertrank-Rifle machen. Ich brauch... Ist ja gut. Ist ja nicht so, als würde es ständig regnen. So, auch so in der Wirklichkeit. Ich war eben einkaufen. Boah, war das ein fucking schwüles Wetter. Das war einfach nicht zu glauben. Ekelhaft war das. Weißt du, gehst raus, alles bewölkt. Du musst T-Shirt und kurze Hose tragen. Aber trotzdem bist du nicht einfach am Nass schwitzen. Und es regnet auch noch dabei. So mies einfach. So, Upgrade. Upgrade. Das reicht erstmal. Den Rest behalten wir. So, du kommst auf die 5. Du kommst weg. Du kommst halt da rein, ist mir egal. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Material. Dafür brauchen wir das Metall. Wir brauchen die Munition. Die habe ich im Inventar, ne? Ne, die habe ich weggetan. Und natürlich brauche ich da... Ach, komm schon. Daniel. Dahin. Da rein. So. Kann doch nicht wahr sein. Und das hier brauche ich natürlich. So, dann brauche ich das hier. Dann kann ich nämlich die hier herstellen. Kohle. Haben wir da. Was noch? Kohle, Flint, Stein. Haben wir Flint und Stein? Also vorhin haben wir Flint. Flint ist da. Stein weiß ich nicht. Ich setze mir das da rein. Weapons, Ammo. Davon. Ein paar herstellen. Boah, geht das schnell. Wunderbar, einfach wunderbar. So, ich habe gar keinen Flint da. Was ist denn los hier bei mir? Moment, muss ich kurz ein bisschen was abbauen gehen.
So, ist genug Flint? Hoffe ich doch. Wahrscheinlich sind die alle so gestern zur Pfeile geworden oder so. Wieso hab ich so viele Level-Ups? Wow. Wegen dem Gewehr, klar. Wegen dem Gewehr. So, das Ding ist wichtig. Sogar sehr wichtig. Der löst nämlich die hier ab. Ach, der löst die nicht ab. Der wird einfach daneben gestellt. Dann passt das schon. So. Dann hole ich die Dinger hier raus. Hol die da rein. Consumable, Drugs. Wer von euch ist mal 5? Du nicht. Okay, warte. Da stimmt was nicht. Narko. Weil ich keine Balk habe. Okay, da ist das Problem. So, weg damit. Drugs. Balk. So. Und jetzt geht's auch vorwärts. Seht ihr das? Es geht einfach vorwärts. Es ist fertig. Nahezu. Ist vielleicht viel besser, oder? So, dann haben wir auch das nämlich. Dann können wir noch ein paar Darts mehr stellen. Die nicht da drin hergestellt werden, sondern da drinnen. Das kommt da rein. Das kommt das auch. Ist mir egal. Das da rein, das da rein, das da rein. Die kommen zu mir. Ich brauche... ich kann noch keine herstellen. Genau. Dann reichen die uns erst einfach mal. So, dann nehme ich das Metall. Ich mache noch ein Upgrade auf das Gewehr. Wenn das überhaupt ausreicht, ich weiß es gar nicht. Das da rein, das da rein. So, Attempt to Upgrade reicht 631. Was? Das ist ganz schön teuer. Ganz schön teuer. Na gut, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben auch ein erstes Opfer. Das habe ich eigentlich schon gestern rausgesucht. Das wisst ihr noch, das war der Dudikoros da unten. Ich würde ganz gerne meine Level irgendwo reinstecken. Einfach mal hier rein. Wir sollten damit eigentlich auf fast 900 Leben kommen. Ja, 900. Ziemlich praktisch. Und wir sind gerade am Verhungern. Gar nicht so schlimm. So, 5 Stück gegessen, passt. So, mein kleiner Dudikoros. Oder du, mein kleiner Großer. Wo bist du hin? Jetzt habe ich mich zu lange daran aufgehalten, dieses blöde Gewehr zu bauen. Dass das Tier weg ist. Scheiße. Das war nicht so geplant. Wir können doch ein Flugtier einfach tamen und uns schon mal die Loot Crates abgrasen, weil die uns natürlich auch eine ganze Menge bringen. Ich kann mal gucken, ob es hier irgendwas gibt, was man tamen kann stattdessen. Nein, nein, nein. Scheiße. Ah! Fuck. Oh boy, das lief nicht so gut. Ah, ich regeneriere schnell. Gut. Was hast du eingestellt? Ich weiß es gar nicht. Ja, gut. Dann springe ich eben kurz ins kühle Nass und hoffe, dass es nicht so wehtun wird. Und ah, okay. Glück gehabt. Ja. Das passiert, wenn man ein bisschen übermütig an die ganzen Sachen rangeht, nicht wahr? Na gut, das war wirklich nicht so geplant. Naja, wir haben ein Gewehr, wir haben eine fette Pike. Naja, was ist fett? Eine gute Pike, eine brauchbare. Wir können eigentlich mal gucken hier unten, ob wir irgendwo ein Tier finden, das wir tamen können. So ganz ohne Taming-Material fällt mir gerade auf. Keine Kibbel, kein Fleisch, gar nichts da. Ich habe Kibbel-Vending-Maschinen und so installiert. Ich könnte einfach Kibbel herstellen. Sollen wir uns ein Flugtier tamen? Da zum Beispiel diesen Avis, diesen Feuer-Avis. Ich fände, das wäre ein gutes erstes Tier. Ich habe ihn getroffen, glaube ich. Schaut, das ist ein Feuer-Avis und kein Alpha, weil sonst sind wir gleich tot, wenn ich auch immer gehe. Wobei unsere Rüstung ist eigentlich ganz brauchbar. Von daher, was kann schon schief gehen? Ich kann nicht schießen, wenn ich im Wasser bin. Ich hoffe, da kommen jetzt keine Piranhas. Hi! Wow, ich brenne. Ich weiß gar nicht, wie viel Feuerschaden dieses Feuer macht, aber offensichtlich eine ganze Menge. Und ich bin einfach dursten. Wow, shit. Geh mal kurz tauchen. Ich glaube nämlich, ich sterbe jetzt gleich. Oh, shit. So, ist der weg? Das Gute ist ja, dass ich wirklich schnell hochheile. Oh, fuck. Also wirklich sehr schnell hochheile. Ich muss halt nur wieder an die Oberfläche kommen. Ihr seht es ja, wie schnell ich am Rumkacken bin. Zum Glück habe ich eine ganze Menge Fleisch dabei. Okay.
Ich möchte ihn aber trotzdem gerne haben. Wenn er mal stillhalten würde. Hi. Ah, du bist eigentlich auch ein gutes Tier, so für den Anfang. Komm her, kleiner Avis. Du kannst froh sein, dass ich meine Super-Trank-Rifle nicht dabei habe. Du würdest sofort tief und fest schlafen. Ich weiß gar nicht, wie schnell der Torpor-Wert bei den Tieren eigentlich runtergeht. Der müsste eigentlich relativ zügig runtergehen. Und ich treffe einfach gar nichts. Was ist denn los mit mir? Spiel. Okay, das ist wieder sauer. Oh boy. Das Vieh ist auch so scheiße stark, ne? Egal. Den kriegen wir. Egal wie. Ich muss ein bisschen Abstand bekommen. Ich bin eh schneller als der. Oh, er kämpft schon gegen was anderes. Na gut. Ich merke nur gerade, dass mein Nahrungsverbrauch extrem hoch ist. Ich brauche nur einen schönen Headshot. Das war ein schöner Headshot. Das hat nicht ausgereicht. Oh boy. Da, geh gegen ihn hier wieder kämpfen. Oh, Junge. Und Wasser brauchen wir wieder. Junge, du musst langsam einschlafen. Was ist denn kaputt bei dir? Du bist gleich tot, wenn das so weitergeht. Nee, warte, korrigiere. Ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht. Wo ist der Vogel? Warum hast du komische Streifen im Wasser? Der haut ab. Ey, der haut ab! Wisst ihr, was das heißt? Der schläft gleich ein. Wenn ich jetzt noch anschießen könnte, dann würde er gleich einschlafen. Junge! Bist du hungrig heute? Ein richtiger hungriger Hugo. Vielleicht soll ich erstmal einen normalen Avis nehmen. Andererseits, er kommt auch gerade genau auf mich zu. Das könnte ich ja mal ausnutzen. Der ist gleich einfach tot. Ja, scheiße. Fuck! Das war nicht so geplant. Tut mir leid. Ich wollte dich tamen. 2400. Okay. Wie schnell geht Torpor bei dem Tier eigentlich runter? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, wir haben zumindest ein bisschen Prime Meat. Das heißt, wir können uns trotzdem noch ein Flugtier besorgen. Weil da ist immer noch ein normaler A. Der ist mindestens genauso gut. Nein, ist er nicht. Eigentlich ist er nicht so gut. Aber es ist trotzdem ein Avis. Ich hätte gerne den Feuer-Avis, glaubt mir. Ich kann sogar damit betäuben, glaube ich, ne? Oh, der schläft schon. Level? Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, der ist nicht so auf dem Level, ne? Junge, meine Klamotten gehen kaputt wegen dir. Du bist sogar ziemlich hoch im Level. Okay, das ist gefährlich. Wir brauchen deutlich besseres Equipment für dieses Spiel. Wow. Wieso trifft das denn nicht? Ich werde hier sowas von drauf gehen. So, Munition ist alle. Wir versuchen es einfach hiermit. Wir haben eh keine andere Wahl. Wieso zum Teufel macht der... Boah, der ist aber mies stark, ne? Okay, er schläft gleich ein. Und das Problem ist, er haut gerade ab. Ah, das ist so ungerecht. Das ist so ungerecht. Guckt mal, was da hinten ist. Ein gelber Loot Crate. Übrigens, ich habe mir jetzt doch die Super Trank Rifle gemacht. Für den Anfang, dass wir uns ein ordentliches oder brauchbares Flugtier besorgen können. Boah, ich hatte gerade, das Ding wäre schon zerfallen. Ich will so ein Avis haben. Ich habe sogar schon einen Sattel gemacht. Das Ganze ein bisschen abgegradet. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Farmtiere noch, um halt das ganze Zeug zu holen. Es ist alles ein bisschen deutlich langsamer eingestellt als die letzten... Ich kenne die Musik. Als die letzten Projekte, die warten. Ich hoffe, der ist nicht so ganz in der Nähe. Okay, ja doch, das nehme ich einfach mal alles mit. Das kann man sicherlich gut gebrauchen. Okay, welches Tier verursacht die Kampfmusik? Ich glaube, in die Richtung war auch ein Alpha-Diabier, ne? Oder halt ein Prime-Alpha-Diabier, besser gesagt. Bin mir aber nicht so sicher. Hä, yeah. Wo sind jetzt die ganzen blöden Tiere hin? Also die ich haben wollte. Ein Elite-Dodo. Den will ich nicht haben. Ein Terrorbird. Das ist der von eben, der ist weggelaufen. Der hat Angst vor mir. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts getan. Ich wollte ihm was tun, aber er wollte nicht. Da sind die ganzen Tiere hin. Gut, kurz Stamina recken und hoffen, dass wir dann... Du bist kein großer, ne? Kein Elite.
Ja, und dann rüberschwimmen. Okay, große böse Tiere. Ja, einer, ein Sako. Scheiße. Er hat mich gesehen. Und ich bin in seinem Revier. Nein, geh bitte weg. Level 135, okay. Das Problem wäre schon mal gelöst. Ich werde ihn töten. Einfach nur, um halt sicher zu gehen, dass wir halt noch ein bisschen Prime Meat haben. Genau daran. Genau deswegen. Deswegen, wegen nichts anderem, genau. Komm, stirb. Wir machen so wenig Schaden mit diesem Ding, weil das Ding zum Betäuben gemacht ist und nicht zum Töten. Ja, okay. Na gut, 30, das geht eigentlich. Wir sollten dankbar sein für das, was man uns gibt. Ich muss mal wissen, wie viel Betäubungsschaden wir machen. 1000 mindestens. Okay. Da an das Navis. Und ich habe hier das Ding hier gemacht. Nein, warte. Das Ding hier. Oh, Level 140, das ist nicht das, was ich haben möchte. Der hat aber nur 5000, oder mal 4000? Ja, 5000 Torpor. Da können wir mal gucken, wie viel Schaden oder wie viel Torpor-Schaden wir in dem Vieh machen, ne? So. 1500, 1600, 1700. Das ist eigentlich eine ganze Menge. 1800 Torpor-Schaden. Wenn wir dann halt mal ein bisschen draufballern, dann geht das schon flitzen. Ab wie viel geht da flitzen? Kein Wunder, dass wir die nicht bekommen haben. Ich denke mal, die Badass-Versionen werden halt ihre Werte deutlich schneller wieder verlieren. Deswegen haben wir die nicht bekommen. Gucken, vielleicht fliegt hier ja noch ein Badass rum. Was mit dir? Soll man Level 390er Spino mitnehmen? Ich meine, die Möglichkeit besteht. Aber mit der Trank Rifle fühle ich mich einfach wieder so übermächtig. Ich sollte mir vielleicht ein bisschen was weniger zufrieden geben. Aber die Frage ist halt, mit was, ne? Ich habe jetzt eigentlich eben... Bist du jetzt an Land gekommen oder bist du ein anderer? Du bist ja von gerade eben. Weißt du was? Bob schläft. Den nehmen wir mit. Hey! Ein Dieb, geh weg! Geh weg! Ey, meine Narcotics! Ich krieg dich! Bevor der mir mein Prime Meat stiehlt. Meine Stems! Ja gut, die ist nicht so wichtig. Warte, bevor der mir irgendwas weiterhin stiehlt. Hier! Den Wichser holen wir uns. Ey, meine Waffe! Komm, steh auf, mein Freund, ich brauch deine Hilfe! Ich werde bedroht! Mann, nein, meine sind so toll. Wer hat sich das... Los, töte ihn! Du kriegst den, glaub mir! Da, jetzt! Hast du ihn? Jawohl! Die Leiche fliegt weg! Nein, mein ganzes Zeug ist weg! Meine Waffe! Boah, was ist das für ein mieses Stück Tier? Hast du wenigstens das Zeug rausgelootet? Nein, hast du natürlich nicht. Gute Arbeit, nicht. Boah, wie mies ist das denn? Okay, was habe ich alles verloren jetzt? Wow, wie unfair dieses Tier einfach ist. Ich habe gerade einfach mal mein ganzes Zeug verloren. Meine Narcotics, meine Stichwaffe ist weg. Jetzt darf ich wieder hier mit rumlaufen. Dann ist die Leiche von dem Tier weggeflogen in alle Windrichtungen oder so, keine Ahnung. Wow. Das ist so dermaßen mies. Wer hat sich diese Tiere eigentlich einfallen lassen? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich schalte die aus. Das ist einfach nicht wahr. Was bist du denn? Der hat Angst bekommen. Komm, hol ihn dir. Ja, wenn du so ein Baby verprügelst, dann fühlst du dich wieder richtig schön stark, ne? Genau, nimm sein Fleisch mit. Ich kümmere mich darum, das Loot. Ah, hat wenigstens ein bisschen was dabei. Boah, ehrlich, ich ärgere mich gerade so darüber, wie über dieses blöde Vieh, das mir mein Zeug geklaut hat, ne? Klar, die Pike kann ich mir wieder neu herstellen, aber... Das war meine Pike! Der hat mir der Cortex geklaut! Und die Leiche ist nicht mal mehr da! Boah, was für ein mieses Vieh. Nee, geht mal gar nicht. Wirklich gar nicht. Okay, du kriegst mal dein
Der hat mir das Level-Up-Teil geklaut. Welches Tier hat es so nötig und klaut mir meinen Level-Up-Counter? Boah. Das ist so mies. Kann ich damit was machen? Okay, warum nicht? Ich wollte es mal ausprobieren, was geht. Oder wie das Ganze funktioniert. So. Du hast ein paar Levels. Ich will dir ganz gerne ein paar davon auf Melee-Damage ballern. Weil du kannst ja sehr, sehr viele Level auch hochleveln. Und, oh ja, das war viel. Ja, das ist auf jeden Fall viel. Ah, ja, das ist nett. Das ist sehr nett. Dass er so viel dazu bekommt, ist der Wahnsinn. Okay. Das heißt ja, ich würde sagen, ihr haut für den auf jeden Fall einen Namen raus. Das ist ein Weibchen. Ich gehe mit dir zurück zur Base. Danach werden wir damit mal ein bisschen Blödsinn treiben, oder? Bis gleich. Oh, fuck. Ein Alpha-Dillo. Und da schläft er. Ja, ein Alpha-Dillo. Ich suche gerade den Weg zurück zur Base und finde den nicht. Und dann finde ich hier auf einmal einen Alpha-Dillo, der mir einfach in den Rücken rennt. Naja, er wird jetzt einfach getamed. Gut, dass ich mein gutes Gewehr dabei hatte. Nicht wahr? Das geht sogar schnell. Ihr dürft, er ist ein Männchen, ihm sehr gerne einen Namen geben. Ich habe jetzt ein Reittier. So. Ich reite auf dem Dillo und auf mir reitet ein Spino. Geil, oder? Ich fühle mich gerade mächtig. Na, du denkst hier, du kannst mich mit mir anlegen. Guck mal, wie viel Schaden ich wirklich mache. Boom, tot. Bam. Okay, das macht Spaß. Aber der Alpha Dillo ist schon völlig überladen. Ich glaube, ich balle dir mal ein bisschen was darauf, dass er ein bisschen was tragen kann. Ah, oh, schön. Er ist trotzdem überladen. Ich glaube, ich bin auch überladen, ne? Nein. Upp. Das Blöde, ich habe keinen Sattel für den Spino. Aber das ist cool. Ich mag den Spino. Kann ich gerade nicht hochheilen, weil der kein Zeug hat. Warte. Nimm das Fleisch bitte. Normalerweise müsste das aber gehen, dass ich einfach schneller hochhalte. Naja, egal. Vielleicht hole ich mir einfach oder mache einfach Dino 8X und dann passt das Ganze schon. Ich jedenfalls muss jetzt trotzdem meine Base finden. Ich habe irgendwie den Weg dahin total verplant. Ich weiß nicht, wo das Ganze nochmal war. Ich glaube da entlang. Ich bin gerade einmal falsch abgebogen. Das ist mir, glaube ich, auch schon öfters passiert. Oder? Ich suche weiter. Okay, Leute, das kann eigentlich losgehen. Der hat einen Sattel. Keinen übertrieben upgradeten, weil ich einfach das Material dafür nicht hatte. Aber er hat einen. Und ich würde ganz... Ja, ich würde mal vorschlagen, nachdem ich kurz gelevelt habe. Was nehme ich denn noch hier drauf? Ich glaube, so langsam sind wir eigentlich so weit, wie wir sein wollen. Ne? Noch ein bisschen auf Fortitude, dann passt das Ganze schon. Ich weiß, warum die jetzt teilweise so farbige Symbole haben und andere nicht. Ich probiere ganz kurz was aus bei dem hier. Ja. Ja, okay. Wenn die Pick-up-Mob die Pick-up-Motte drauf genutzt worden ist, dann verwandelt sich das in ein farbiges Interface. Vermutlich, um halt zu zeigen, hier, das Tier ist bereits markiert und so. Oder ist halt schon dem Mod drauf. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, ganz angenehm. Ey, kriegt der nur 1% dazu? Ich glaub's ja nicht. Ich wollte mal mit dem hier... Ich höre mich gerade so leise. Okay, ich höre mich auf jeden Fall. Ich wollte versuchen, mit dem hier mal zum Sumpf zu gehen. Welche Richtung wollen wir? Ich glaube, dafür da entlang. Weil beim Sumpf gibt es diese Bäume, die uns halt viele, wie heißt es, Pilze gibt und Blumen. Und beides brauchen wir für Sedativum, für Heiltränke und so ein Kram. Und die Blumen, die werden wir auch brauchen, um halt irgendwann was zum Tame zu machen oder so. Ich weiß, die Blumen, die brauchen wir auf jeden Fall für irgendwas. Mindestens für... wie heißen sie? Für Bienen. Genau, für Bienen. Aber irgendein anderes Tier war's hier, glaube ich, auch. Aber wir müssen es halt trotzdem ein bisschen hochleveln. Und der Spino ist natürlich ein normaler Spino und kein besonderer Spino. Aber dadurch, dass der einfach die Gegner einfach alle runterschubst, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber egal. Wir springen einfach kurz ins Wasser. Das Wasser ist hier nicht so tief. Wollte ich mal anmerken. Leider, okay, zu spät. Zu spät abgestiegen. Egal. Ist nur ein bisschen Schaden. Okay, mal schon weggehalten. Juckt doch niemanden, oder? Und genau, dafür brauchen wir Heiltränke. Dino 8X Crafting. Nee, muss ich mal kurz lernen.
Dynamite X ist schon gelernt. Crafting. Wir brauchen dafür, glaube ich, die Pilze, ne? Ja, Rare Mush. Ich habe sogar noch ein paar Rare Mushrooms, fällt mir gerade ein. Was habt ihr nicht dabei? Egal, wir scheinen sowieso trotzdem sehr schnell zu heilen, weil Anunnaki Genesis einfach dafür sorgt, dass man schnell heilt. Was sehr nett ist. Bin ich eigentlich in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Warte. Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, doch, sieht so aus. Ja, doch, einigermaßen in die richtige Richtung. Ich würde ganz gerne ein paar Punkte halt auf Movement Speed ballern, dass der ein bisschen schneller ist. Hey, kleiner Vogel, willst du spielen kommen? Komm runter. Put, 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 put. Komm her. Ja, natürlich trifft das nicht. Und trotzdem, obwohl ich getroffen habe, trifft das nicht, ne? Ich will ihn jetzt nicht tamen, keine Sorge. Ich will nur drankommen, das ist alles. Der war zu weit in der Luft. Ja, ich weiß nicht, ob 2000 Schaden jetzt so viel ist. Das ist eigentlich in Ordnung. Für 4000 Melee Damage ist es aber, fühlt sich nicht nach gerade so viel an, wisst ihr? Okay. Oh, klar, fürs Kacken noch mal ein bisschen XP bekommen, oder was? Ich gehe mal ein bisschen nach vorne. Und wenn wir beim Sumpf sind, gucken wir mal, ob wir den Weg dahin überlebt haben oder wenigstens den Rückweg wieder überleben. Bis gleich. Okay, wir sind beim Sumpf und ab diesem Punkt muss ich mir über eine ganz, ganz wichtige Sache Sorgen und Gedanken machen. Und zwar, dass wir fast nichts sehen. So, ist besser. Es ist der Sumpf. Beim Sumpf gibt es die Spinne, die große. Oh, da ist ein goldener Dodo. Und ich möchte wirklich ungern von einer großen Spinne gefressen werden. Aber die Bäume geben halt so wichtiges Zeug, ne? Ich weiß noch nicht, ob die wieder so stark spawnen wie früher. Ich möchte ganz kurz mal kurz hier gucken. Von oben was sehen. Da würde ich ganz gerne meine erhabene Stärke dafür nutzen, ein paar Tiere zu töten, um noch ein paar XP zu bekommen. Wir müssen Tiere ziehen, also die geben bestimmt auch eine Menge XP. Ich weiß aber gar nicht genau. Okay, ich sehe zumindest keine Spinne gerade. Nicht weglaufen! Ich habe ein kleines bisschen auf Movement Speed gespielt, aber nicht allzu viel, weil nicht gerade viel drauf geht. Boah, diese. Es ist gerade schon die ganze Zeit am Gewittern und am Blitzen, das nervt so. Ha 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 hart. Was ist denn das da? Das ist ein Badass-Uteraptor. Den können wir töten. Der ist kein niedriges Level, der ist vollkommen egal für uns. So, besiegt. Down. Wir müssen sowieso mal gucken, dass wir ein paar von denen getamed bekommen, ne? Weil die sind ja toll an sich. So, sind das hier eigentlich auch schon Sumpfbäume? Das sind doch auch Sumpfbäume, oder? Sind das Sumpfbäume? Ich weiß es gar nicht. So, also ein bisschen auf Movement Speed, dass wir genau bei 150 sind. 50 Level einfach schon da rein verschwendet, ne? Ist ja Wahnsinn. Ich probiere es einfach mal kurz aus. So, Kleiner. Du wirst mal ganz kurz stillhalten. Das ist ein Araneo. Das ist keine, okay. Die sind, glaube ich. Ne? Die sind. Badass oder Elite. Genau, weil die sind ein bisschen größer. Spürte die mal, was geht. Das hat ja was dabei. Hi, mein Freund. Ciao, mein Freund. Oh, ist auf jeden Fall Chitin. Oder Keratin. Ja, doch, Chitin. Ich verwechsel das irgendwie immer, Chitin und Keratin. Ah, den hätte ich lieber getamed, ne? Der hat ein hohes Level. 510, wow. Wow, den hätte ich wirklich gehabt. Naja, Pech gehabt. Ich muss auf jeden Fall runter ans Wasser, um das ganze Zeug zu bekommen. Wir brauchen echt ein bisschen was auf Weight, fällt mir mal so auf. Und zwar fällt es mir echt schmerzlich auf. Aber wir können auf jeden Fall eine ganze große Menge auf HP skillen und dann werden wir auf jeden Fall eine ganze Menge davon haben. Das ist ziemlich praktisch, finde ich. So. Weight ist gut. Guck mal, wie das Licht am Flickern und rumbuggen ist. Richtig nervig, ne? So, sehen wir eine große Spinne? Ich sehe keine. Ich gehe da hinten an Land. Und, oder kann ich hier stehen? Ich weiß es nicht. Boah, wieso kriegt er so viel Fallschaden? Ist ja Wahnsinn. Das war der widerliche Wahnsinn. Das ist ein giftiger Frosch. Also ein richtig giftiger Frosch. Die sind cool. Davon will ich auch noch einen haben. Da hinten. Da, wo... Ach, hier sind ja diese blöden... schnappenden Viecher, ne? Diese blöden Mini-Krokodile. So, oh, da ist eine große Spinne. Wie viel Leben hat die? Können wir direkt mal nachgucken, ne? Hallo, da unten. Geht's noch? Ich kann mich nicht bewegen wegen dem. Dem kleinen Biber. Da vorne ist eine fette Spinne.
Natürlich immer wieder super, wenn du halt genau weißt, da hinten ist was, was mich umbringen wird und kann. Oder kann und wird. Und hängst irgendwo fest. Brutmutter. 672.000 HP hat die. Und die kann betäuben. Sollen wir es versuchen? Schon ein paar Mal reinbeißen, ne? Ich glaube nicht, dass ich so dumm sein möchte. Noch nicht, wenn ich den ausgelevelt habe. Dann kann man es gerne nochmal versuchen. Aber im Moment ist das, wow. Fuck. Hilfe! 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 Hilf mir doch, du dummes. Nee, ich sterbe hier. Siehst du das denn nicht? Komm, wir hauen ab. Wir hauen ab. Das wäre echt dumm von mir. Mich mit einem Tier anzulegen, dass ich unter Wasser sogar wehren kann. Das war eine dumme Idee. Oh boy, oh boy, oh boy. So, sind wir safe? Ich würde sagen, erstmal. Der Sumpf ist echt gefährlich hier. Was bist du? Du bist ein Kohl, okay. Was zum Teufel höre ich hier eigentlich? Alles. Was bist du? Wow, erschreck mich nicht so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ganze Ort ist einfach richtig beschissen, bösartig. Nicht auf mich abgestimmt, okay. Ist jetzt gut? Werde ich sterben? Ein qualvollen, langsamen Tod? Ich will nicht sterben. Wobei, ist eigentlich egal. Ich habe, ja, ich habe mir eben einen persönlichen Grabstein gesetzt. Der wird halt dafür sorgen, dass ich da spawne. Oder mein Zeug zumindest wieder zurückbekomme. So, guck mal, jetzt kriegen wir eigentlich ganzen blöden Pilz, die ich haben möchte. Dafür bin ich hier. Nur dafür. Scheiße, die blöde Brutmutter. Wir wollen nur Pilze sammeln. Ja, leider ist es nichts geworden mit den Rare Flowers. Aber hey, wir haben dafür schon 100 Pilze. Die reichen eigentlich auch erstmal. Damit können wir auf jeden Fall ein paar Dino 8X herstellen. Und die Brutmutter versuchen zu töten. Ich überlege gerade, ich glaube, die wird mich eher betäuben, als dass die mich tötet. Und das Dino 8X wird dafür nicht ausreichen. Guck mal, wie viele Level-Ups ich einfach schon habe, ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall schon mal 200 hiervon drauf. Einfach nur, bam, um safe zu sein. Das ist super. Die restlichen Level werde ich mir überlegen, wie ich die verteilen werde. Wir müssen ja nichts auf Crafting Speed oder sowas ballern, weil es gibt's nicht mehr. Gut, ich würde aber sagen, das war's für heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über das Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.